Die Klosterkammer Hannover feiert 2018 ihr 200-jähriges Jubiläum. Sie wurde 1818 als staatliche Sonderbehörde ins Leben gerufen, um säkularisierte Kirchen- und Klostergüter zu verwalten. Von 1931 bis 1955 stand ihr als Präsident der Jurist Albrecht Stahlmann vor, der nach 1945 den retrospektiven Rechtfertigungsbericht die Klosterkammer und der Hannoversche Klosterfonds unter der Herrschaft der NSDAP verfasste. Welche Rolle spielte die Behörde während der NS-Zeit? Was der Historiker Bernhard Gotto für die Augsburger Stadtverwaltung festgestellt hat, das gilt wohl im Prinzip für alle Behörden während der NS-Zeit. Jede gut funktionierende und effektiv arbeitende Behörde hat gewollt oder ungewollt das System, das NS-Regime stabilisiert. Allerdings gab es doch erhebliche Unterschiede. Während in manchen Behörden die Beamten dem vermuteten Führerwillen in vorauseilendem Gehorsam begeistert entgegengearbeitet haben und damit dann zu einer Radikalisierung des Regimes beigetragen haben, kooperierten in anderen Fällen Beamte zwar loyal, aber ohne große ideologische Überzeugung. Warum hat bis heute niemand genauer gefragt, wie die Verhältnisse in der Klosterkammer während der NS-Zeit waren? Es gibt vor allem zwei Gründe dafür. Zum einen dachte man, dass mit Stahlmanns Denkschrift von 1945 die Geschichte auserzählt sei. Zum anderen aber gab es diesen großen Bombenangriff auf Hannover in der Nacht vom 8. auf den 9. Oktober 1943. Dabei wurde auch das Dienstgebäude der Klosterkammer schwer beschädigt, insbesondere der Flügel, in dem die Aktenkeller lagen. Und man ging dann bis heute ungeprüft davon aus, dass sämtliche Akten vernichtet worden seien. Zu Beginn des Projekts war es somit Aufgabe der Forschungsgruppe zu klären, ob vor diesem Hintergrund überhaupt noch Quellen vorhanden sind, aus denen die NS-Geschichte der Behörde rekonstruiert werden kann. Was uns überrascht hat, war die Fülle an Akten, die wir trotzdem im Keller der Klosterkammer gefunden haben. Hingegen der ursprünglichen Erwartung ist uns dadurch, aber auch durch die zahlreichen Gegenüberlieferungen in anderen Archiven, eine nahezu vollständige Rekonstruktion der Kammergeschichte in der NS-Zeit gelungen. Nach Auswertung des umfangreichen Quellenmaterials ist das Wirken der Klosterkammer und ihres Präsidenten in der NS-Zeit nun differenzierter zu beurteilen. Die Klosterkammer war keine Behörde, in der die nationalsozialistische Verfolgung von politischen Gegnern oder die rassistische Gewalt vorangetrieben worden wären. Die aufgrund der sehr effektiven Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse dienten aber nicht allein den traditionellen kirchlichen, erzieherischen und mildtätigen Zwecken. Finanziell unterstützt wurden auch nationalpolitische Erziehungsanstalten und nationalsozialistische Schulungsstätten. Die Kammer war keine Insel im allgemeinen Chaos, kein Hort der Nonkonformität. Wie in allen Behörden jener Zeit gab es einen durch und durch nazifizierten Alltag. Das ging los mit der Führerrede und ging weiter mit nationalsozialistischen Schulungen. Während der Kriegsjahre waren zudem eine Mehrheit der leitenden Mitarbeiter Angehörige der NSDAP. Auch Präsident Stahlmann trat 1937 der Partei bei, übernahm aber keine Funktionen und ist daher nur als ein nomineller Nazi einzustufen. Vor dem Hintergrund der Nazifizierung der Behörde und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist aus heutiger Perspektive zu fragen, in welchem Maße die Angestellten der Kammer belastet gewesen sind. Wenn von NS-Belastungen die Rede ist, muss man zwischen dem unterscheiden, was die Alliierten in der Nachkriegszeit darunter verstanden haben und was die Wissenschaft heute darunter versteht. Die Alliierten haben sich in ihrem Entnazifizierungsverfahren vor allen Dingen mit formalen Mitgliedschaften in NSDAP und ihren Gliederungen beschäftigt und weniger mit der individuellen Nähe oder Distanz zum Regime, außer in den Leumundszeugnissen, die beigefügt wurden, die heute als Persilscheine bezeichnet werden. Heute unterscheidet man zwischen formaler und materialer Belastung. Unter formaler Belastung versteht man vor allen Dingen die reine Mitgliedschaft in der NSDAP. Unter materialer Belastung versteht man die Beteiligung des Einzelnen am nationalsozialistischen Unrecht, obwohl das ungleich schwerer festzustellen ist. Nach dem Krieg mussten auch die Beamten und Mitarbeiter der Klosterkammer ein Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. Hat sich dadurch die Personalstruktur verändert? Die Entnazifizierung hat dazu geführt, dass der Klosterkammerdirektor Rudolf Huhn im Sommer 1945 entlassen wurde.
Ansonsten gab es keine signifikanten Personalveränderungen. Die Behörde konnte beinahe geräusch- und bruchlos weiterarbeiten. Interessanter ist der Blick auf die Personalstruktur in den 50er Jahren. Es kommen material- und formal belastete Personen in leitende Funktionen. Einer von ihnen wird sogar der neue Kammerdirektor. Kontinuitäten gab es aber nicht nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung der Kammer, sondern unter anderem auch bei den Klostergutspächtern, die die zahlreichen von der Klosterkammer verwalteten Klostergüter bewirtschafteten. Bereits 1930 behauptete der Oberpräsident der Provinz Hannover, dass unter den Klostergutspächtern allerlei rabiate Nationalsozialisten seien. Ist diese These aufrechtzuerhalten? 1930 gab es tatsächlich mindestens einen nationalsozialistischen Funktionär unter den Klostergutspächtern. Dieser war zeitweise stellvertretender Gauleiter in Osthannover und Abgeordneter der NSDAP. Allerdings konnten die Pächter, von denen rund 70% im Laufe der NS-Zeit Parteimitglieder waren, vor allem da, wo ihre bäuerlichen Handlungslogiken in Frage gestellt wurden, auch Konflikte mit dem Regime austragen. Das Verhalten dieser Personengruppe ist also durchaus differenzierter zu bewerten, als der Oberpräsident es 1930 tat. Die Klosterkammer Hannover trat somit insbesondere auch in der Land- und Forstwirtschaft als ökonomischer Akteur auf. Mittlerweile ist bekannt, dass mehr als 20 Millionen Menschen in den Grenzen des Deutschen Reiches und den besetzten Gebieten in den industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten mussten. In welchem Maße waren die von der Klosterkammer verwalteten Klostergüter und die bewirtschafteten Forstämter darin involviert? Der Einsatz von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieges ist auch auf den Klostergütern und in den Forsten der Klosterkammer eine alltägliche Realität gewesen. Aus den Quellen heraus lässt sich eine Beschäftigung von mindestens 1.000 bis 1.500 Personen nachweisen, die auf den Gütern und in den Forsten arbeiten mussten. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass die tatsächliche Zahl weitaus höher gewesen sein kann, da nicht zu allen Gütern und nicht zu allen Forsten entsprechende Dokumente gefunden werden konnten. Wie wurden die Menschen auf den Höfen und in den Forsten behandelt? Darüber ist in den allermeisten Fällen nichts bekannt. Die überlieferten Quellen erlauben zumeist nur Aufschluss darüber, wo die Menschen herkamen, wie alt sie gewesen sind oder wie lange sie auf den Höfen blieben. In einigen wenigen Fällen kann man jedoch mehr sagen. Auf dem Klostergut Rheinshof wurden die ausländischen Arbeitskräfte laut des Erfahrungsberichtes eines ehemaligen Zwangsarbeiters regelmäßig misshandelt. Der Pächter des Klostergutes Mariengarten hingegen zahlte auch seinen ausländischen Arbeitskräften eine sogenannte Zuckerbauprämie und setzte sich so über gängige nationalsozialistische Verordnungen hinweg. Generell kann man also sagen, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort ganz konkret durch verschiedene sozialen Praxen geprägt gewesen sind und ganz entscheidend von dem Handeln der jeweiligen Akteure lokal vor Ort abhingen. Ein weiterer Aufgabenbereich der Kammer war die Verwaltung der 5 Kardenberger Klöster und die Rechtsaufsicht über die 6 Lüneburger Klöster. Die Klöster boten lediglich Töchtern verstorbener höherer Staatsbediensteter einen Unterhalt und ein standesgemäßes Umfeld. Interessierte sich das Regime überhaupt für die zumeist betagten Damen? Die Geschichte dieser evangelischen Frauenklöster muss aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Da ist zum einen die Institution Kloster. Natürlich versuchte das Regime, die Klöster in seinem Sinne zu überformen und vor allem sich die großen, schönen Gebäude anzueignen. Die Äbtissinnen hatten hier relativ wenig Handlungsspielraum, aber Präsident Stahlmann machte doch seinen Einfluss geltend und konnte die Klöster relativ gut bewahren vor den Eingriffen. Der zweite Blick richtet sich auf die Konventualinnen selber. Es gab Kritikerinnen, es gab aber auch Befürworterinnen. Insgesamt kann man aber sagen, die Klöster waren weder Horte des Widerstandes, noch waren sie Orte der aktiven Regimeunterstützung. Mit dem Forschungsprojekt, das heute seine Ergebnisse der Öffentlichkeit vorstellt, wird die Geschichte der Klosterkammer während der NS-Zeit nun auch in ihren Ambivalenzen und Widersprüchen erkennbar. Zusammengefasst sind die Ergebnisse in der Publikation Die Klosterkammer Hannover 1931 bis 1955, die am 5. Dezember 2018 im Wallstein Verlag erscheint.